Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 18.11.2020. Und unser DAX, der gönnt sich hier ein bisschen Pausen, studiert mal ausgiebiger, also so in den Nachrichten steht oder auch nicht. Und äh, ja, wartet noch mit, seinem, mit seiner Entscheidung, oben oder unten hier mal ein bisschen seine Spanne zu verlassen. Weitestgehend war das jetzt so nicht ganz unerwartet. Ne? wir haben gestern darüber gesprochen, wenn er ähm, hier jetzt direkt nach unten am dass es nicht ungewünscht wäre. Wenn er dann mal einen Tief setzt, wichtig wäre dann eben auch, wie er zum Nachmittag agiert. Ne? wenn er da noch weitere Tiefs fällt, sollte er durchaus bis hier unten reinrutschen können. Da hat er wahrscheinlich zu viel auf die Shortkarre drauf gekriegt. Also, so wie der sich nach oben geschoben hat so am Arm, wirkte das schon fast eher so, wie als hat er unten einfach kurz ein bisschen Futter reingekriegt, was er oben schön rauswerfen konnte. Das scheint er auch getan zu haben, zumindest so wie er oben gedreht ist, hat das nicht so ganz viel Sinn gemacht. Also technisch eher unsauber zu werten, Was den Rücklauf anging. Hat dann auch wieder runtergedreht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir zum Mittwoch vielleicht sogar das nochmal aufgreifen, was wir am, am Dienstag jetzt ähm, unten quasi ausgelassen haben, ne? dass er das nochmal nachschiebt. Und ähm, primär befinden wir uns aber noch an der Range. Das ist was, was wir nicht vergessen dürfen und was wir, was wir hier ein bisschen auch im, im, im Blick noch behalten müssen. Also ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier hingehen und sagen, okay, kriegt jetzt durchaus nochmal eine Chance. Ne, halt. Ah, krieg ich die jetzt wieder zurück? Das war ja unsere alte Hilfe. Jetzt habe ich die falsche Linie genommen. Das lass mal hier so stehen, das soll man ruhig erkennen, dass der unten. Ach oh Gott, jetzt nervt es sich wieder rum. Äh, warten Sie, ganz kurz. Habe ich gleich. So, zack. Dann machen wir das hier oben noch ganz und dann hat es hier wieder so, das falsche Werkzeug erwischt. Das, was ich sagen wollte, ist, dass ich das jetzt hier einfach ähm, mir nochmal so vorstellen könnte. Vielleicht nochmal eine Rutsche nach unten kommt. Ähm, einfach wie er angestiegen hat. Also wie, wie er oben gedreht hat. Das ist eigentlich, was, wir, was mir missfallen hat. Und dass wir unten das Ziel ausgelassen haben, ähm, würde für mich jetzt dafür sprechen, dass er es vielleicht durchaus auch nochmal probieren kann. Zum Mittwoch hier unten raus zu versuchen. Oben bleibt ähm, weiter die, die Kante hier, der Trigger. Das heißt, wir haben hier oben so ein. So ein kann kann natürlich auch noch eine 13-200 jetzt abstoßen zum Anstoßen, zum Start. Das hat er auch zum Dienstag ausgelassen. hat mir ja gesagt, er könne, ähm, wenn er dann mit dem aufwärts kommt reinkommt, ähm, sich hier oben ein bisschen abstoßen, 13.200 abstoßen, 13.1.50, 13.173 abstoßen, dann nach unten hier nochmal ein neues Tief. Das kam ja auch nicht. Er kam ja direkt mit abwärtsgebrein rein. Hat grundsätzlich nicht viel Bewegung gemacht ähm, und diese grundsätzlich nicht viel Bewegung, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man zum Mittwoch da nicht zu viel erwartet halt. Ne? Also. Wir haben jetzt knapp 100 Punkte Bewegungsspanne gehabt. Wenn er jetzt nochmal knapp 100 Punkte Bewegungsspanne macht, müsste man schon damit rechnen, dass er bei 12.50 dann wieder ähm, deutlicher ins, ins Zedern kommt oder ins, ins Pausieren kommt. Die, ähm, der asiatische Handel war jetzt erstmalig ähm, hier relativ äh, schwach gewesen. Nee, das stimmt nicht. Nee, vergessen machen Sie einen Haken dran. Was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ist, dass der Nika hier so krass durchsteigt und dass der über... Über Nacht ähm, uns natürlich immer ein bisschen positive Vorlage mitgebracht hat, aber das stimmt inhaltlich nicht. Das waren bloß zwei Tage, wo das so war, weil ich sehe hier ein doch, ich sehe hier ein Aufwärtsgap, hier ein Aufwärtsgap. Er ähm, hat schon mehr Aufwärtsgaps als Abwärtsgaps gebracht. Es war jetzt bloß hier ein kleines. Und es war offenbar von Mittwoch zum Donnerstag auch ein kleines. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der dort langsam auch ausbremst, ähm, der Nikai. Ähm, einfach weil der auf Monatschart-Ebene so langsam an sein 61er-Retracement da oben ranrammelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der da einfach ein bisschen... bisschen äh ausbremst einfach halt, ne? dass er ein bisschen Fahrt rausnimmt aus seiner Trenddynamik, die er da die letzten Tage aufbauen hat, ausbauen konnte und dann vielleicht auch langsam mal in den Rückwärtsgang übergeht und wenn das dort sein sollte, könnte das natürlich auch unseren DAX über Nacht dann wieder ein bisschen mehr Häufigkeit für Abwärtsgips reinbringen. Das ist noch nicht so weit, ne? hat noch nicht damit angefangen, aber die, 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 die Chartlage vom Nikkei würde langsam ein bisschen reinpassen halt. Ne? Könnte ich mir schon vorstellen, wenn es da drüben dann wieder ein bisschen wackeliger wird, dass unseren DAX im Nachthand dann eben auch nicht mehr ganz so stabil dastehen bleibt. Ähm ja, aber noch sind wir in der Seitwärtsspanne. Wir sind noch in, in einem unendlichen Dreieck gefühlt. Das kann auch durchaus noch ein paar Tage anhalten. Stellen sich drauf ein, das muss nicht gleich ausbrechen. Ne? Ähm, die meisten verlieren in der Range immer viele, 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 viele Punkte. Viele, viele Gewinne auch. Ne? Es gibt unheimlich viele Trader, die in solchen Seitwärtsphasen unheimliche Probleme haben, weil sie die ganze Zeit immer auf den Ausbruch traden, ihre Trades nicht realisieren an den wichtigen kleinen Zwischenleveln, keine Teilverkäufe realisieren. Einfach immer auf große Strecken handeln wollen, die aber nicht kommen, und meist haben diejenigen dann auch noch ihre Stop-Loss-Marken in der Range drinnen, und was passiert? Der Markt läuft in der Range immer wieder von Stop-Loss-Marke zu Stop-Loss-Marke, ohne dass außen die großen Bereiche erreicht werden, die diejenigen anpeilen. Das ist so ein großes, großes Problem, was ganz, ganz, ganz viele haben und deswegen in Ranges verlieren. Und häufig dauern die halt auch ein bisschen. Also wenn wir mal gucken, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein paar Tage Aufwärtstrend gehabt, kann auch durchaus sein, dass dann noch bis nächste Woche vielleicht sogar hier noch ein bisschen in der Seitwärtsspanne bleibt. Halt. Unterschätzen darf man Ausbruchsrisiken nie. Aber es ist halt einfach so, er bricht halt erst aus, wenn er ausbricht. Und momentan tut er es noch nicht. Ich könnte mir auch oben hier weiterhin vorstellen, dass er hier ein bisschen rum, dass er vielleicht bloß eine 13330 oder sowas macht ne? und hier einen Fakey-Ausbruch fake liefert. Ja, das fände ich oben noch interessant. Aber ansonsten kann ich so, wenn ich jetzt hier drauf gucke, wirklich nur sagen: Ich würde davon ausgehen, dass wir morgen zum Mittwoch, also wenn wir wirklich die Range auch als Range betrachten, so müssen wir sagen: Wir haben auf 13200 Widerstand, wir haben auf 13100 Widerstand. Wir eröffnen direkt dazwischen oder, 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 oder beenden direkt dazwischen. Das heißt, wir haben oben und unten schön Widerstand, die sich wahrscheinlich gut nach unten handeln lassen. Puffer haben wir drüber bei 13250, auch super harte Marke, und unten bei 13040, 13060. Auch der Bereich, starke Bewegung. Bewegungszone. Das heißt, im wahrscheinlichsten Falle pendelt unser Markt einfach zwischen diesen Markenbereichen. Ne? Die 200 und die 250 oben und die 100 und die äh, 13060, 13040 unten. Punkt. Dann ist es in Range und die, der Trend ist aktuell seitwärts. Und ein Trend setzt sich so lange fort, bis er gebrochen wird. Halt, ne? Das heißt, in dem Moment, wo wir hier noch keine anderen Signal haben, müssen wir das jetzt erstmal so anerkennen. Und ähm, auch erstmal davon ausgehen, dass das noch ein bisschen andauern kann. Halt, ne? Also sollte er natürlich oben raus rennen, oben schön sich rausstellen und stabil weiterarbeiten. Die Marken kennen Sie alle, die Zielbereiche kennen Sie auch, 450 bis ähm, 500, wenn er denn tatsächlich auch die 330 da rausgeruft kriegt. Unten kennen Sie genauso, wenn er uns unter die 900 nochmal drunter jagt, ähm, dass dann der Bereich um 47, 96 relevant wird, aber solange das nicht ist. Haben wir hier eine Range und müssen wir auch an der Range erstmal noch denken. So lange, bis die kaputt geht. Mittwoch wäre für mich ein eher untypischer Tag, um eine Range zu brechen. Ähm, wäre für mich jetzt eher nochmal so ein Mitteltag. Und zum Donnerstag könnte ich gut zutrauen, dass er Ausbrüche versucht, aber nicht hinbekommt. Und ähm, der Freitag macht dann einfach nochmal so ein Topic drauf. Ne? Ja, das ist meine Erwartungshaltung. Also von daher, kann gut sein, dass wir den hier morgen nochmal auskramen müssen. Passiert noch nicht viel, haben keine Signale. Ne? Also von daher äh, müssen wir auch mit der Range erstmal noch arbeiten und die auch akzeptieren halt, ne? Solange wie sie uns noch ihren Seitwärtsdiktus hier aufdrückt. Und erst wenn die bricht, dann gehen die ganzen neuen Sachen auf. Ne? Bis dahin können wir das einfach nur nach rechts schieben. Und immer wieder im Hinterkopf behalten. Aber muss halt auch raus. Okay? Gut, dann brauchen wir hier nicht mehr viel Zeit verlieren. Würde ich sagen, machen wir das auch schon wieder zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zum Mittwoch nun. Ähm, holen Sie sich ein paar Punkte und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.